Ja, geil, Mann, das ist ja. Holla die Waldfee. Das Ding kann sich nur diagonal bewegen. Das heißt, es kann gerade jetzt nirgendwo hin. Es kann. Warte mal. Ey. Pack mal weg jetzt. Es kann literally nirgendwo hin, außer zurück. Und dann Zoa. Okay, es kann wieder Zoa angreifen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen. Aber wenn es sich hier hingeht, ist er tot, weil er sich der Arbeit dann annimmt. Dann das Ende. Also eventuell opfern wir jetzt Zoa. Ja, warte, muss aber er hier bleiben. Spezial? Ich muss mal echt den Scheiß lesen. Dunkler Angriff, Figuren fallen. Na, besser gesagt. Oder so! Dunkler Magieangriff! Supernova! 10! Geil! Es hat mir aber auch mehr verschossen, als es mir bringen sollte. Scheit. Sonst kann ich nicht mit ihm hier nicht mehr angreifen, ey. Das Ding ist ein bisschen radikal. Möchte ich mal kurz sagen. Das Ding kann sich nur diagonal bewegen. Shit. Ich habe eine Idee, warte mal. Du kannst dich nur diagonal bewegen und einen angreifen. Das heißt, du kannst hierhin oder hierhin. Das heißt, du knallst dir entweder meinen Babydrachen, was dir nicht viel bringen sollte, hoffentlich. Oder du gehst wieder zurück, was du hoffentlich nicht tun würdest. Weil wenn ich dich hier hinschicke, kannst du mich nicht angreifen. Ja, du kannst dich zwar bewegen, aber du hast eine sehr geringe Angriffsreichweite. Okay, dann. Ja, muss ich. Ich habe keine Punkte mehr. Dieser Mega-Angriff, der 10 Punkte gebracht hat, nur... Oh, fuck. Das habe ich übersehen. Aua. Aber gut, ich schalte eine Menge aus. So ist es ja nun nicht. Er überlebt auch noch den Angriff. Die Ryukishins wird er höchstwahrscheinlich nicht überleben. Jetzt sind wir ein bisschen... Oh. Oh. Da habe ich jetzt Scheiße gebaut. Aber nicht so wild. Ich kann... Ja, ich muss jetzt hier erstmal mit ihm hier aufräumen. Yes. Das muss jetzt erstmal weg. Ich meine, ich kann nicht lange Schaden von dem Ding nehmen. Das ist jetzt gerade wichtiger. Noch mehr Attack. Weil dieses Ding noch nicht stark genug ist. So, das heißt, wir müssen jetzt gucken. Hier haben wir nur noch einen Solid T-Shirt. Und der denkt sich, nö, ich mag nicht. Dann... Dings hat überlebt. Zoa hat tatsächlich überlebt. Weißt du was? 44. Alter, bist du resistent. Kriegst du auf den Deckel. Du kannst doch von hier aus angreifen. Ja, hab mir schon gedacht. Das ist gut. 33, wird ja mal weniger. Hat das Ding so viel Verteidigung oder was ist los? Ich meine, klar, mein Flammenmeer denkt sich einfach so, nö, you know what? Fuck you. Ja, 91 Death, ja gut. There it is again. This fucking shit, fuck. Kann man wieder nichts machen hier. Und den Spezial nutze ich nicht nochmal, der war scheiße. Kann nur mit einem. Aber ich blockiere ihn so.
Eventuell ist jetzt wieder Soa kaputt. Was heißt hier wieder der, ne? Warte mal, du warst 3 und 1. Warte mal. Können wir dich ja wieder hier hinsetzen. Und dich hier hin als Bait. Ja, okay. Das sollte noch im Bereich des Machbaren sein. Ich habe zwar gerade einen derben Schlag kassiert und Soa geht jetzt drauf. Ja gut, das konnte ich jetzt nicht mehr verhindern. Es war entweder das oder ich kriege noch mehr Schläge von diesem Himmelsdrachen ab. Trifft sich gut. Ich glaube, ich brauche dich sowieso auf Level 3. Ja, wenn ich einen Torwächter haben will, bräuchte ich sowieso auf Level 3. Und der Tiger killt nichts. Das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir doch gedacht. Ein heftiger Schaden. Ein heftiger Schaden. An deinem Kopf. Wieso bewegst du dich mit den beiden immer nur hin und her? Du hättest schon die ganze Zeit meinen dunklen Magier angreifen können. By the way, dunkler Magier, kriegen die jetzt alle einen Dinkelboost? Das wäre richtig cool. Jetzt ist es dunkel. Wo ist der Lichtschalter? Ich sehe nichts mehr. Das ist Mario Party 7 all over again. So können wir. Das Ding hat so viel Verteidigung, da müssen wir uns so oder so langsam durchknüppeln. Das muss so langsam passieren. Warte mal, kriege ich mit dir vielleicht den Finisher? Nee, weil ich mich dahin nicht platzieren kann. Legrrr. Nee, das wäre ja... Das wäre blöd. Machen wir mal hier. Und du... Klopf ihn. 20 HP hat das Ding noch. Come on. So, und jetzt ihr. Alter. Das Ding hält ordentlich was aus. Ich hoffe nicht so viel. Ja, doch, 95, das wird ja wohl... Ich sollte aufhören, das immer so mittendrin abzubrechen. Sounds wrong. Sehr gut. Phew, okay. Was? Die Zukunft kann sich verändern? Es war ein Zug, der eigentlich jetzt schon ziemlich lange feststand, sagen wir es mal so. So, drei Viecher hat sie noch, ich habe hier noch ziemlich viele. Sie hat gerade mal Soa fertig gemacht, also... Ne. Ah, jetzt willst du tatsächlich mal angreifen. Ja Mensch, das ist ja nicht so viel, komm. Aber dein Kasajin kann wehtun. Ist das dein Ernst? Du läufst jetzt vor mir weg? Ist ja wohl jetzt nicht dein fucking Ernst. Ist ja jetzt wohl nicht dein Ernst, Minion. Out of my way. Das ist echt fortgeschrittene Dinkelheit hier. Wir müssen aufpassen. Super, jetzt muss ich mich doch wieder hierhin bewegen. Alzin, danke dir fürs Followen. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Ja, wobei, du kannst dich zwar nur diagonal bewegen, aber hier ist ein... Ja, hier ist eine riesige Dead Zone. Jetzt rennt die Sau vor mir weg. Dann kessel ich dich halt ein. Alter, was wird das denn jetzt hier?
muss ich nur aufpassen. Konntest du 3 oder 2? Konntest 2. Also so bin ich safe, wenn ich da hingehe. Du kannst... da ist böse. Weil da kann er hin, da kann er... Und da bin ich im Gefahrenbereich. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nicht gut ist das. Das ist nicht gut. Ich kann aber hier hin. Ja, kann ich sogar. Er kann sich... 1, 2, 3... Und dann kriege ich auf den Sack. Scheiße. Ah, funktioniert doch nicht. Babydrache ist gerade... ein bisschen... ne. Ja, wie wäre es, wenn wir das hier machen? So, jetzt müssen wir mit euch mal ein bisschen nachrücken. Das kann dauern. Ich lass meinen Skorpion einfach da. Ich renne mit dem am besten gar nicht hinterher. Das wäre ja richtig bescheuert. Mach doch. Ich bin froh, wenn du mir mal ein bisschen entgegenkommst. Wenn du mal ein bisschen entgegenkommender bist. Oh shit, ich wurde gesniped. Nein! Nein, den wollte ich doch behalten. Ich wurde gesniped. Oh, you gonna die. Oh, Kid. Oh, das ist dein Death Sentence. Watch this shit. Oh shit, you fucked up. Genau den wollte ich eigentlich behalten, du blöde Nuss. Alter, sniped. Der Kasajin Snipe. So real. Ich mach ein bisschen mehr Schaden, right? Ja, ich mach so ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr mein Schaden. Aber natürlich kann ich da nicht hin. Ja gut, ich weiß es jetzt. Nicht alle meine Monster verlieren hier. Meine Güte. So, was hast du jetzt noch? Du hast noch einen angeknacksten Ryokishin und da hört schon wieder auf. Ja, schön. Ja Mensch, der lebt immer noch dann. Thanks for the memories und so. Komm, bleib wenigstens da stehen. Gönn meinem Babydrachen noch ein bisschen Tageslicht. Spielabsturz? Nee, okay, gut. Oh, guck mal, die Sonne geht wieder auf. Wir haben die ganze Nacht duelliert. Was ist denn hier los? Die ganze Nacht haben wir uns duelliert. Oh, bist du auch so müde? So, komm, ich will wenigstens einmal draufhauen, um für die Erfahrung habe. Um den Gefallen zu erwidern. Niau. 4 Erfahrung, wirklich? Ich mache mir keine Sorgen. Die Zukunft wurde bereits entschieden. Niau. Und, le bye bye. Le game over. Das wird dir den Rest geben. Easy. Rabusch. Das kann nicht sein. Wie konntest du die Zukunft verändern? Ich hab nicht gesniped. So schaut's aus. Ich hab mir nicht gesagt, komm, lass mal snipen. Das einzige Vieh, was ich eigentlich wollte, was ein Level abkriegt. Damit ich mir Metallsoa holen kann. Meinen Glückwunsch, Yugi. Ich weiß zwar nicht, wie du das angestellt hast, aber in diesem Duell hast du die Zukunft verändert.
Nur wer selbstständig denken kann, hat überhaupt eine Zukunft. Jeder Mensch kann erreichen, was er will, solange er wirklich daran glaubt. Ich habe an mich und meine Monster geglaubt und das hat mir gezeigt, wo es lang geht. Yugi, also kann man doch die Zukunft verändern. That's what she said. Vielleicht. Ich habe noch nie geglaubt, dass die Zukunft unumstößlich feststeht. Aha. Das heißt, ich kann an eine Zukunft glauben, in der du das Turnier gewinnen wirst. Oh wow, thank you. Danke dir, Ishizu. So, bleibt nur noch Kaiba, ne? Zwei Level-Ups, dunkler Magier, fast. Level 6 ist das Ding schon. Der ist schon Level 3. Den können wir auch weiterentwickeln, wenn der auf Level 5 ist. Also auf jeden Fall dich. Komm, und den Himmelsdrachen. Das Ding sieht aus wie eine aggressive Katze. Ich kann sogar 3 mitnehmen. Dann nimm mal... Ja, why not? Wir können ja Kaiba. Ich weiß, das Problem ist, ich weiß nicht, was noch alles kommt. Es kann ja jetzt sein, dass der letzte Bereich irgendwie nur noch ein Dude ist. Wisst ihr? Es könnte aber auch genau das andere andersrum sein. You know? Das ist jetzt das Problem an der Sache. Na Gott, wir machen noch ein bisschen weiter. Ja, wirklich, wer kann denn noch am Ende überbleiben? Wer kann am Ende im letzten Bereich denn noch rumhocken? Seto Kaiba. Das sieht auch schon so finalmäßig aus. Also was soll... Wer könnte... Er hat sogar sein Cape, der so, das so weit ist, dass es am Ende weggerendert werden müsste. Kaibi-Boy. Kaibi-Boy. Danke für die Pizza-Eco-Blast. Kaibi-Boy. Oh, okay. Ja. Kaiba Corps nuklearer Krieg. Das passiert, wenn man Kaiba... Oh mein Gott. Yugi, nichts ist so aufregend wie ein Duell gegen dich. Das klingt auch auf so vielen Leveln falsch, Kaiba. Du bist es, Kaiba. Ich wusste, dass wir uns treffen werden. Du fragst dich, warum? Weil es nur einen Duellanten auf der Welt gibt, der dich besiegen kann. Und das bin ich. Ich werde verhindern, dass du dir den Titel König der Kapselmonster unter den Nagel reißt. Zeit für ein Duell, Kaiba! Fang an, Yugi! Gottes... Alter, dieser Blick von dem Kerl! Doch die Frage, die ich mir bisher viel eher stellen müsste, warum habe ich immer noch keine Rotaugen? Shit, er darf anfangen. Das heißt, wir können uns jetzt nicht wirklich drauf einstellen. Ach du Scheiße. Ich verkrümmel mich in die Ecke. So, jetzt ist die Frage. Kaiba Boy. Skelängel. Ja, komm. Wir nehmen auch mal einen Lavas mit. Könnte auch hinhauen. Beauftragter der Dämonen. Gute Idee. Azor ist sowieso down.
Versuchen wir das so. Das ist alles sehr diagonal hier. Sehr merkwürdiges Feld. Okay, da kann man rüber. Sieht nur nicht wirklich so aus. Sieht sowieso alles sehr merkwürdig hier aus. Da kann man durch, okay. Okay. Ich hoffe doch, dass keiner am weißen Drachen hat. Er hat bislang noch nichts beschworen, weil er anfangen soll. Oh, so shiny. Licht, Licht, Licht. Stein und Stein und Feuer. Ein Feuer? Wieso hat der ein Feuermonster dabei? So, Kaiber, Junge. Haha, Yugi. Auf dieses Duell habe ich lange gewartet. So, dann zeig mir doch mal, was du kannst, Kaiber, Junge. Der da. Was zur... Ich kann gerade sowieso nichts erkennen. Ich sehe nur ein Krönchen. Sabbel nicht. Okay, wir gucken mal, was er da hat. Ein Skelengel. Oh, shit. Okay. Das ist ein Kristall. Mystischer Ritter. Skelengel, das durchgeknallte Ding, Kampfochse und da ist das Ding, wo ich Albtraum haben werde. Das Ding sieht spacey aus. Okay. Dann gucken wir doch mal. Er hat auf jeden Fall einen weißen Drachen. Das ist beunruhigend. Hallo, danke. Vor allem, er hat auch ein Skelengel. Das ist also... Müssen wir ein bisschen aufpassen. Der hat auch so ein Long-Range-Crab. Was ich denn da? Okay. Bis es hier mal zu kämpfen kommt, das wird dauern. Der Sieg wird mir praktisch in den Schoß fallen. Der hat jetzt gerade nur 100, weil er noch in seiner Kapsel ist. Monster, die noch in ihrer Kapsel sind, haben generell sehr wenig Punkte. Sollte es Matches geben, wo du direkt halt jemanden, ja, wo du direkt eine Kapsel angreifen kannst, dann wäre die halt direkt zerstört. Basically. Nee, das ist schon richtig so. Also bis hier mal tatsächlich Kontakt ist, das dauert. Das Problem ist... Ja, Blitz. Ich habe jetzt nichts wirklich, was Blitzschaden macht. Ich habe das Gefühl... Das wird ein ziemlich harter Kampf. Aber selbst wenn, dann frage ich mich immer noch, was kommt denn danach? Ich meine, das ist ja gerade mal der vorletzte Bereich. Und irgendwie haben wir jetzt schon alle Bossgegner durch. So, beim Skelengel müssen wir aufpassen. Den kennen wir ja selber nur zu gut. Das Problem ist, mich fuckt der Aufbau dieser Map hier so ab. Das
Ich guck mal, ob ich das mal so machen kann. Ah, shit. Das ist ein Engpass. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber hier sich durchzuzwängen. Ich könnte mich hier... Entweder habe ich ihn jetzt komplett blöd hingestellt oder nicht. Ich muss mal gucken. Die Map ist gerade noch ein bisschen irgendwie überfordernd. Nee. Okay. Aber gut, je mehr sich das Ganze streut, desto besser. Also auf jeden Fall keine Spoiler, bitte, für den letzten Bereich. Ich will mich da immer noch überraschen lassen.